Das ABC der marxistischen Ökonomie. M. Wie Mehrwert. Im letzten Video haben wir uns mit den Begriffen der toten und der lebendigen Arbeit beschäftigt, die es benötigt, um einen Gegenstand herzustellen. In diesem Video wird es um ein Kernkonzept, wenn nicht sogar dem Kernkonzept der marxistischen Ökonomie und des Marxismus im Allgemeinen gehen, dem Mehrwert. Um den Begriff angemessen zu erklären, werde ich mir einen kurzen Throwback zu den oben erwähnten Begriffen der toten und lebendigen Arbeit erlauben. Denn, wie wir uns erinnern, ist tote Arbeit die Arbeit an vergangenen, abgeschlossenen, fertigen Gegenständen, die wir indirekt in Form von verarbeitetem Material oder direkt in Form von Werkzeugen verwenden, um unsere aktive Arbeit zu bewerkstelligen. Ein kurzes Beispiel. Wenn wir einen Stuhl herstellen, ist die Arbeit, die in unser Werkzeug, also zum Beispiel einen Hammer, geflossen ist, tote Arbeit, denn die Arbeit ist ja bereits vergangen, abgeschlossen. Die Arbeit, die wir in diesem Moment mit dem Hammer ausführen, ist die lebendige Arbeit, denn diese Arbeit befindet sich noch im vollen Gange. Aus lebendiger und toter Arbeit ergibt sich der Wert eines Gegenstandes. Nun versetzen wir uns in die Lage eines Fabrikbesitzers, der Gewinn erzielen möchte. Dieser Fabrikbesitzer möchte, um Gewinn zu erzielen, einen Stuhl verkaufen. Der Preis des Stuhls entspricht dem Wert des Stuhls und der Wert des Stuhls entspricht der toten und lebendigen Arbeit, der gesellschaftlich notwendigen Arbeit wohlgemerkt, die in diesen Gegenstand geflossen ist. Soweit so halbverständlich. Wenn der Fabrikbesitzer es nun also schafft, den Stuhl zu einem Preis zu verkaufen, der seinem Wert entspricht, bekommt er lediglich das Geld zurück, das er in die Materialien, Rohstoffe und Werkzeuge gesteckt hat. Sprich, er gleicht den Verlust, den er mit der toten Arbeit gemacht hat, wieder aus. Aber unser Fabrikbesitzer will doch Gewinn machen. Was also tun? Da wir gelernt haben, dass laut Marx der Wert eines Gegenstandes nicht nur aus toter, sondern auch aus der lebendigen Arbeit besteht, bleibt dem Besitzer noch eine Chance, doch noch mit einem Gewinn herauszuspazieren. Der Fabrikbesitzer hat die lebendige Arbeit, sprich den Arbeiter, nämlich als Arbeitskraft für einen bestimmten Zeitraum angeheuert. Sagen wir 8 Stunden pro Tag. An diesen 8 Stunden pro Tag erwirtschaftet der ahnungslose Arbeiter 8 Stunden an Wert, die den Wert des Gegenstandes, also in unserem Fall den Stuhl, weiter erhöhen. Aber da der Fabrikbesitzer Profit generieren muss, um sich auf dem Markt gegen seine Konkurrenz zu behaupten, bezahlt er dem Arbeiter weniger, als dieser eigentlich wert ist bzw. an Wert produziert. Er bezahlt dem Arbeiter gerade genau so viel, dass der Arbeiter sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Er bezahlt ihm gerade so viel, dass der Arbeiter Geld für Essen, Kleidung und Miete hat und er bezahlt ihm gerade so viel, damit der Arbeiter einen Grund besitzt, am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu erscheinen. Aber das Wichtige hier ist, die Arbeit des Arbeiters ist mehr wert als die Bezahlung, die er letztendlich erhält. Diese Kluft zwischen dem Wert, der durch die lebendige Arbeit, sprich dem Arbeiter, entsteht und dem Wert, den die Arbeiter im Gegenzug erhalten, nennt Marx den Mehrwert. Dieser Mehrwert ist die Basis für den Profit, den der Fabrikbesitzer erhält und dieser Mehrwert ist der Grund, wieso Marx behauptet, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung der Arbeiter besteht. Denn zu keinem Zeitpunkt wird sich der Fabrikbesitzer zu dem Arbeiter umdrehen und sagen, hey, du hast nun den Punkt überschritten, in dem unsere Bezahlung mit deinem generierten Wert übereinstimmt. Ab jetzt arbeitest du gratis für uns. Laut Marx ist die Ausbeutung hinter einer Lohntüte versteckt, ist aber schlussendlich immer noch Ausbeutung. Letztendlich ist das perfide an dieser Art der Ausbeutung, dass sich der Arbeiter dessen nicht bewusst ist. Er hat keine Ketten, er hat die gleichen Rechte wie alle anderen. Und er wird als vollwertiger Mensch anerkannt. Und trotzdem verbringt er den Großteil seines Lebens damit, Mehrwert zu generieren. Um es noch einmal präzise auf den Punkt zu bringen. Laut Marx sind die Fabrikbesitzer bzw. die Besitzer der Produktionsmittel immer daran interessiert, Gewinn zu erzielen, um auf dem Markt zu bestehen. Um Gewinn zu erzielen, müssen sie dafür sorgen, dass ihre Arbeiter eine gewinnbringende Investition darstellen. Heißt, die Arbeiter müssen mehr Gewinne erarbeiten, als sie bezahlt bekommen. Sie müssen unter ihrem Wert arbeiten, sonst stellen sie keine lohnende Investition dar. Sonst kommt kein Gewinn zustande.